Hallo und herzlich willkommen zum Uploadplan der 5. Septemberwoche. Die geht vom 26. September bis 2. Oktober 2016. Hier auf den Südesmeralden Fernsehen. So, und zwar schaut diese Woche wie folgt aus. Kontinuierlich startet das Minecraft-Projekt jeden Tag um 9, das von Montag bis Sonntag. Am Freitag, Samstag und Sonntag kommt wie gehabt Formel 1. Dieses Wochenende musste es durch zeittechnischen Gründen ausfallen. Dann geht es auch wieder kontinuierlich weiter mit ETS2, also den Euro Truck Simulator und Limbo. Das kommt dann je Montag, Mittwoch, Freitag, Euro Truck Simulator, und Limbo kommt Dienstag und Donnerstag. Am Sonntag kommt das Let's Show Wendsland vom September 2016. Das wird wahrscheinlich auch eine etwas längere Folge. Ich rechne da so 30 bis 45 Minuten, kann auch plus minus Viertelstunde, wie gehabt. Da zeigen wir, was sich so im Wendsland alles verändert hat. Minecraft-Projekt, könnt ihr ruhig mal reinschauen. Die aktuelle Staffel 6 spielt damit eine Rolle und auch das Let's Play von dem lieben Enrico. Link dazu in der Videobeschreibung. Dann die Nebenprojekte, das Wetter Update Daily. Mensch, ich bin heute etwas schwer zum Reden, weil ich heute schon übelst viel geredet habe. Nimmt mir das nicht übel. Dann ein neues Projekt, auf jeden Fall Life is Feudal, Forest Village, das möchte ich mit anspielen. Das kommt wahrscheinlich diese Woche auch irgendwann mal mit drin, irgendwie in Testrunde. Minecraft Insel 2 Hardcore, das kommt auch immer mal mit drin. Und natürlich am Sonntag das Wetterupdate, darf nicht vergessen. Man muss dazu sagen, das Wetterupdate ist in den letzten Wochen auch zu kurz gekommen, auch wieder aus zeittechnischen Gründen. Unter anderem ist meine mobile Wetterstation, die draußen aufgebaut ist, nicht mehr so im Schuss. Sie ist schon in die Jahre gekommen und darum wird mir jetzt auch eine komplett andere Temperatur angezeigt, wie eigentlich draußen gerade ist. Wir haben gerade eine Temperatur laut meinem Radar von 11,7 Grad, mein Thermometer zeigt mir 18,5 an. Also das ist nicht gut, dass das so ist. Also ich habe auf jeden Fall einen Fehler im Temperatursensor drin draußen. Und ich habe schon die richtigen Werte aufgeschrieben, die notiere ich mir immer jeden Früh, jeden Nachmittag, jeden Abend. Aber die Werte, die ich von meiner mobilen Wetterstation ablese, sind eigentlich immer die relevantesten. Dennoch muss ich da mein Radar jetzt vertrauen. Aber das kriegt man auch irgendwie hin. Ja, das war's von dieser Woche. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich möchte das nicht so in die Länge ziehen. Und ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Übrigens, das Format, was ihr hier seht, also nicht das Format des Uploadplans, sondern das Layout des Uploadplans, das ist nicht von mir, das hat der liebe Delfino erstellt. Darum ist dort oben rechts auch ein kleines Emblem für ihn. Also könnt ihr auch ruhig mal bei ihm vorbeischauen, da gibt es die Chroniken der Drachenwacht, Treibenland, Minecraft-Projekt und auch noch viele weitere schöne Spiele, wie zum Beispiel den Game Dev Tycoon, da könnt ihr euch mal reinschauen, oder auch diverses anderes wie Craft the World. Und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart vor allen Dingen. Genießt ihn, es wird nochmal schön sonnig und ja, der Herbst ist da, kann man nur sagen. Ciao, ciao!